Namen Jakob. Diese Zombies geben einfach nicht auf, was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Tags ist es hell und nachts ist es dunkel. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Und zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pusterpilze. Pflanze davon so viele wie möglich, dann ist alles paletti. So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Wieder deine Pflanzen. Pflanzen gegen Zombies in dem das Spiel, in dem die Pflanzen gegen die Zombies kämpfen, okay? Alles klar? Wer ist das? Zeitungszombie. Ah, der Oberzeitungszombie, den kenne ich ja nur so zu gut, leider. Okay, alles paletti, wenn wir die Pustepilze aufstellen. Neue Folge. Jetzt hätte ich schon fast Minecraft gesagt. Nee, das ist noch ein bisschen zu bald. Neue Folge. Pflanzen gegen Zombies, wisst ihr ja, wie das Ganze funktioniert. Dann ist alles paletti. So viele Pustepilze wie möglich. Die Pustepilze muss man immer etwas nach vorstellen, weil die sonst die Gegner nicht erwischen. Das ist etwas unpraktisch, aber macht überhaupt keinen Sinn. Schlafen die Nachbarn und dann schimpfen sie wieder, wenn es laut wird. Ich frage mich ja schon das ganze Spiel lang, was sich die Nachbarn nennen. Aufstellen wie möglich. Oh. Spare etwas Geld, um coole Sachen zu kaufen. Coole Sachen. Oh mein Gott, jetzt geht's uns an den Kragen. Denn wenn Opa-Zeitungszombies Zeitung reißt, dann wird er ziemlich aggro. Das ist oft tödlich. Die Zeitungs-Oma-Zombie oder Oma-Zeitungs-Zombie ist da leider auch schon daran gestorben. Und ist hier jetzt auch nicht mehr in dem Spiel. Die wäre bestimmt stolz auf ihren Mann. Auch wenn er sie umgebracht hat. Boah, ich erzähle ja wieder Schauergeschichten vom Lagerfeuer. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Hilfe, ich mach mir gleich in die Hose. Boah, da graben sich jetzt Zombies aus. Voll fies. Ey, voll fies, ey, ihr dürft gar nicht kommen. So, oben weg mit euch. Ich habe mir gesprochen, nicht hier aufzusingen, das wäre... Oh nee, das war das letzte Mal echt tödlich. Okay, Sonnenpilz gibt dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Du hast schon Münzen für Euro 280 gesammelt. Wenn du Euro 750 zusammen hast, verkaufe ich dir etwas echt Feines.
Boah, toll, er verkauft mir etwas echt Feines. Da bin ich ja schon mal extrem gespannt. Auf die Plätze, fertig pflanzen. Jetzt fange ich mal am anderen Ende an. Da. Achso, ah ja, ihr seht ja den Cursor nicht, da bin ich ja drauf gekommen. Ich weiß nicht, was ich schon mal gesagt habe. Wir kacken nämlich in letzter Zeit oft die Aufnahmen ab, wie ihr ja leider schon selbst miterlebt habt. Ja, ist ja nicht so lustig. Boah, nee, Alter, jetzt würde ich aber an deiner Stelle mal schießen. Ja, so, komm schon, friss meine Pilze nicht. Ja. Friss meine Pilze nicht auf. Kleinen Pilzis da hinten müssen noch ein bisschen wachsen. So, jetzt hätte ich mich schon fast verklickt. Aber nur fast. Okay, jetzt gehen wir drauf. Jetzt gehen wir aber sowas von drauf. Nee, wir gehen gar nicht drauf. Und das ist auch sehr praktisch. Dann können wir noch ein bisschen länger leben. Ja, ein Pilz ist schon gewachsen. Gewachsen und gedeiht. Gedeiht, meine Pilze. Damit ich mich an eurer Saat erfreuen kann. Ah nee, nicht Saat, sondern Ernte. Wie auch immer. Ja, der zweite Pilz ist gewachsen. Wachs und gedeiht, meine Pilze. Ja, noch ein Pilz ist gewachsen. Wachst und gedeiht, meine Pilze. Ja, noch ein Pilz ist gewachsen. Wachst und gedeiht, meine Freunde. Meine Pilze. Ja, alle Pilze sind gewachsen. Jetzt müsst ihr nicht mehr wachsen und gedeihen, sondern einfach nur sonnenbringen. Boah, jetzt habe ich fast keinen Platz mehr. Grabsteine nerven. Mitten in die Party rein. Eine schöne Kirschenbombe. Ob die Kirschen in unserem Garten schon reif sind? Ich weiß es nicht. Ich muss nachsehen, aber jetzt kann ich gerade nicht nachsehen. Okay, da haben wir jetzt ein Problem. So, die halten noch ein bisschen was aus und inzwischen hier die Kirschbombe rein. Oh nee, das kannst du mir doch nicht antun. Oh, das ging aber schnell.
praktisch ist ja, dass diese Boosterpilze gratis sind. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich, Rufzeichen. Letzte Welle. Oh, die Zombies, der Zombie-Apokalypse. Sie kommen, uns zu vernichten. Sie werden es nicht schaffen, denn sie sind so schwach, diese kleinen, mutigen Zombies. Ekelhafte Zombies. Boom, weg mit euch, Kaboom. Was bist du? Stinkpilz, verströmt giftige Dämpfe, die Fliegengitter durchdringen. Warum Fliegengitter? Fliegengitter-Zombie. Pylonen-Zombie. Was? Der der heißt nicht Zombie mit Hut oder Zombie mit Verkehrsleitkegel, sondern Pylonen-Zombie. Und da hinten ist ein Friedhof. Und da ist ein Schild mit scheißende Hunde verboten. Okay, Zombie. Ganz normaler, langweiliger, stinknormaler Zombie.